Hallo ihr Lieben, hier zur 8. Folge von Starfield. Wir sind hier immer noch auf dem Mond Crete. Ja, immer noch. Ich glaube schon seit 3 Folgen. Ich möchte heute auf jeden Fall das Ganze hier auf Crete zum Abschluss bringen. Ich werde dann die restlichen Sachen, die hier noch fehlen bei der Analyse, Fauna, Flora, Ressourcen, die werde ich, denke ich mal, dann noch außerhalb des Gameplays entdecken und euch vielleicht kurz in der nächsten Folge zeigen. Aber ja, wir müssen auch ein bisschen was anderes weitermachen, ein bisschen die Hauptgeschichte. Aber ich muss sagen, das macht mir total viel Spaß. Ne? Ich wusste nicht, dass man sich hier so lange an was aufhalten kann. Krass, ne? Und schaut mal da vorne, unbekannte Landmarke. Dann haben wir da auch noch eine unbekannte Landmarke. Und hier haben wir auch noch eine unbekannte Landmarke. Und wir haben ja auch noch 2 Missionen, die wir heute gerne machen wollen. Es ist schon Wahnsinn, finde ich. Ich wusste nicht, dass sich die Landmarken hier immer mehr, ich weiß nicht, generieren die sich? Es wirkt so. Wir schauen mal kurz auf die Map. Wir haben ja schon recht viel hier entdeckt in diesen 3 Folgen, seit wir hier sind. Hier ist übrigens unser erstes Questziel, was wir gleich machen wollen. Schaut mal, die haben wir ja alle schon entdeckt. Und es werden immer mehr. Die werden hier gar nicht angezeigt. Seht ihr das? Also generieren die sich eventuell. Ja gut, das können wir alles nicht schaffen. Ich glaube, dann können wir hier pro Planeten oder so können wir hier 10 Folgen machen. Oh je, Vasco, da haben wir ganz viel vor. Okay, so ihr Lieben, was machen wir? Wir schauen kurz bei den Missionen. Wir haben hier 2 Missionen. Einmal Mantis und diese Mission, Rückkehr zur Gruppe. Die haben wir ja hier bekommen, wo wir gerade sind, bei diesem Außenposten. Und wir sollen machen, ein Mitglied einer Gruppe Konstruktsarbeiter auf Crete hat die Gruppe verärgert verlassen. Ich soll es suchen und überreden, sich wieder den anderen anzuschließen. Genau, das würde ich ganz gerne als erstes machen. Dann das mit dem, wo hat sich das versteckt? Bei Sonstiges, mit dem Mantis. Und dann, wenn wir noch Zeit haben, können wir ja noch ein paar Sachen hier erkunden. Aber wirklich nur schnell, denke ich mal, heute. Okay, ich würde sagen, wir flitzen jetzt erstmal zur Mission. Wo soll die sein? Hier in diese Richtung. Da werde ich jetzt als allererstes hingehen. Hier steht noch ein bisschen was zum Looten. Das können wir ja noch schnell mitnehmen. Ja, ein bisschen was. Ist ja auch noch eine Kiste oder so. Nee. Doch, hier haben wir noch eine Kiste. Cool. Wasser, Trinkpack. Okay. Ich habe übrigens auch, das wollte ich euch noch schnell erzählen. Da liegt noch was, glaube ich. Genau. Ich habe übrigens mal unser Inventar auch teilweise durchgelesen und die ganzen Sachen, die besser sind als die, die wir jetzt tragen, ausgetauscht und habe jetzt dadurch wesentlich bessere Sachen auch angezogen. Das hat sich schon gelohnt. Ey, das ist ganz schön weit. Lasst uns mal ganz schnell mal auf die Map schauen, ob wir da eine Schnellreise vielleicht hinmachen können. Ist das das? Nee, ich sprich mit Sarah. Hier oben. Können wir da eine Schnellreise hinmachen? Nee, das geht leider nicht. Müssen wir alles laufen. Okay, dann geht's weiter. So, wir sind da. Schaut mal, da ist auch ein unbekanntes Gebäude. Es kann natürlich sein, dass da auch unsere Mission ist. Wir werden sehen. Ja, da sind auf jeden Fall Strukturen. Oh, jetzt wird's hell. Wie cool. Einzelnes Wohnmodul. Ort entdeckt. Ah, okay. Hat der Arbeiter sich hier das alles alleine aufgebaut? Schaut mal, das ist ein richtiges Gebäude. Mal hier durchluschern. Oh, das ist ja cool. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas looten können. Was haben wir hier? Eine Feldflasche? Nee, die braucht man nicht. So, was ist das? Auch eine Feldflasche? Das auch, ja. Okay, wo bist du denn? Ah, da ist er. Hallo du, ich soll mit dir reden. Ja, ja, ja. Oh, du bist eine Frau. Okay, komm, lass mal reden. Du hast einiges auf dich genommen, um mich zu finden. Falls du mich nach Hause holen willst, vergiss es. Ah, okay. Mich hat nur überrascht, dass nicht alle mitgekommen sind. Ja, ich sollte das irgendwie machen. Na gut, was haben wir denn jetzt hier? Überzeugen. Ich würde dich überzeugen, nach Hause zu kommen. 2500 Credits zahlen. Ich geb's auf. Nein, kommt, wir versuchen sie erstmal zu überzeugen. Worum geht es? Ja, du sollst wieder mitkommen.
Oh, wir haben hier unten 6 Striche und 3 Züge. Was ist eigentlich dieses automatisch überzeugen? Das lassen wir lieber. +5. Bin überrascht, dass du nicht für das gekämpft hast, woran du so fest geglaubt hast. Aber dann hätten wir fast alles voll. Am Ende überrede ich dich doch sowieso. Okay. Wir können die Lage nur zu unserem Besseren wenden, wenn wir zurückgehen und helfen. Ich probiere mal einfach das Rote, weil wir so viele Punkte hier unten brauchen. Ja. Oh Was nein. weißt du schon über meine Oh Gründe? nein. Na super. Okay, gut. Ja, das klingt doch gut hier. Du hast viele gute Leute im Stich gelassen. Sie brauchen deine Hilfe für eine bessere Zukunft. Das hat Das war mir funktioniert. schon klar, als ich ging. Aber ich dachte, ich könnte nichts ändern. Schön, genug. Ah, Ich gehe okay. zurück, okay? Ich bin Okay, sehr bereit. gut. Ich werde dir folgen. Das war direkt jetzt schon erfolgreich. Muss ich diese Striche da unten doch nicht vollständig bekommen? Oh nö, müssen wir jetzt den ganzen Weg zurücklaufen? Ernsthaft? Rückkehr zur Gruppe. Ja, wir sollen mit der zurückkehren. Och nö, das war so weit. Och Mann, ich brauche ein Auto. Super, ich will hier aber mal kurz reinschauen. Hast du dir das hier alles alleine aufgebaut? Ich möchte auch sowas haben, sowas Cooles. Wir haben hier so eine Mission drin. Mit so einem Außenposten. Aber die machen wir jetzt nicht hier. Och, wie cool. Das sieht ganz gut aus. Ja, ich sag mal so, es lässt sich leben, ne? Das schon. Ah, hier, seht ihr? Stimulanz. Meins? Ich schau doch mal kurz. Hier wieder durch das Analysegerät. Eine Pflanze brauchen wir jetzt nicht. Also ich muss sagen, das ist schon cool, wenn wir hier durchschauen, weil es uns dann angezeigt wird, was wir alles so looten können. Aber irgendwie funktioniert das nicht mehr richtig, wenn wir hier irgendwie so Sachen starten können mit E und so. Ich kann zwar einsammeln, Her das nehmen wir damit, auch das ist mit. meins. Netter Versuch. Die hat mir das alles wieder rausgenommen. Entschuldigung. Die hat mir das alles wieder geklaut. Also, was ich ihr geklaut habe, hat sie mir wieder geklaut. Ach ja je, ich dachte, ich darf mir ja auch was mitnehmen. Entschuldige bitte. Ach, das rote Symbol ist stehlen. Okay, Entschuldigung. Ich wollte dich jetzt nicht verärgern. Du kommst doch hoffentlich weiterhin mit, ja? Tür öffnen. Oh, was hast denn du hier alles Schönes? Ui, du hast den Safe. Experte. Da liegt bestimmt gutes Zeug drin. Nicht mal das darf ich mir nehmen. Gut, dann lassen wir das lieber. Wir wollen die ja nicht verärgern, aber die hat schon coole Sachen. Wert 13.500. Du hast ein Schmuggelware-Item aufgesammelt. Es ist illegal, derartige Items bei dir oder auf deinem Schiff mitzuführen. Security-Schiffe, die wichtige Siedlungen umkreisen, scannen dein Schiff auf Schmuggelware und hindern dich für die Dauer des Scans am Landen. Du kannst versuchen, Schmuggelware an ihnen vorbeizuschleusen. Wenn dir das jedoch nicht gelingt, kannst du festgenommen werden. Dabei wird auch deine Schmuggelware konfisziert. Okay. Ich nehme es erstmal mit. Ich meine, irgendwann muss man ja alles mal kennenlernen. Hier können wir schlafen. Okay, gut. Sogar ein Klo und eine Dusche und so hat die hier auch. Sehr gemütlich. Ich nehme es einfach mit. Aber ich meine, die ist ja der Langfinger und nicht ich, oder? Ich wollte gerade sagen, hier unten liegt eine Katze. Das ist echt eine Katze. Och, wie süß. Das ist ein kleines Stofftier. Okay. Gut. Ich hoffe nur ein Stofftier. Gut, dann gehen wir mal los. Ich habe nichts gemacht. Komm mit. Ja gut, du hast mich erwischt. Ich wollte nur mal ein bisschen was haben von dir, aber okay. Ich habe schon verstanden, dass ich nichts haben darf. Ich meine, du wohnst doch jetzt hier eh nicht mehr. Wieso willst du das denn hier alles zurücklassen? So, kommt ihr auch wieder mit raus? Oh je. Kommt, Leute, ich habe nicht so viel Zeit. Wo seid ihr denn jetzt? Machen die jetzt extra die Tür auf oder wie kommen die jetzt raus? Ja, Tatsache, schaut mal. Die kommen auch einzeln raus. Und der Vasco, der trödelt wieder. Muss jetzt Vasco auch einzeln rausgehen?
Brauchst du hier gar keinen Schutz hier draußen, Mäusel? Du hast gar keinen Helm oder so auf. Wir haben Helm auf. Schau mal. Wir haben einen auf. Oh, cool. Schaut mal. Da bin ich. So, und was mit Vasco? Vasco kommt auch noch. Alle trödeln. Lasst euch ruhig ganz, ganz viel Zeit. Super. Komm, Vasco. Gut, ihr Lieben. Ach nee, wartet mal. Wir können doch rein theoretischerweise. Oh, schaut mal hier. Ist eine unbekannte Landmarke, aber wir haben jetzt die Lady bei uns. Hier müssten wir auch wieder herreisen können. Wir könnten hier gleich nochmal hinschauen. Also ich wollte dann vielleicht noch ein paar Landmarken mit euch machen. Ah, ich weiß nicht, ob wir das alles schaffen. Wir werden hier zurück. Schnellreise. Genau. Wir machen eine Schnellreise. So, ich bin schon mal was hingelaufen. Die beiden kommen mit. Ja, da kommen sie. Ich hoffe, die Lady erzählt ja jetzt nicht, dass ich da was geklaut habe. Stellt euch mal vor, die sagt jetzt, ich bin nicht vertrauenswürdig. Ich habe mich an ihren Sachen bedient. Oh je. Oh, das sieht aber gerade cool aus. Der Lichteinfall und so, ne? Richtig klasse. Okay, da bin ich wieder. Ich habe deine Lady mitgebracht, die du gesucht hast. Cool, Belohnung erhalten. Oh, wie Du cool. bist zurück. Ja. Danke, dass du dich um die Sache gekümmert Gerne hast. doch. Hier für dich. Du sollst ja nicht mit leeren Händen gehen. Danke, danke, danke. Ja, und 2000 Credits haben wir bekommen. Das war's schon. Sehr schön, jetzt habt ihr wieder einen Arbeiter mehr. Da gehen die. Tschüss, Wiedersehen. Oh, das sieht gerade richtig cool aus mit dem Licht. Gut, Vasco. Was machen wir jetzt nächstes? Pass auf, wir schauen wieder in die Mission rein. So, und zwar würde ich ganz gerne, das hatten wir nämlich hier bekommen, noch das mit dem Mantis machen. Ich habe bei einer Spacer-Leiche eine Notiz über einen geheimen Außenposten gefunden. Könnte interessant sein. Das möchte ich noch mit euch machen. Lies die Slate. Hier, geheimer Außenposten. Oh, die haben wir irgendwie zweimal. Wir lesen jetzt einfach eine davon. Treue gegenüber der Crew, schon klar, aber scheiß drauf. Tötet, wenn es sein muss, um nach Denebola IB zu gelangen. Dort gibt es einen geheimen Außenposten, eine einmalige Gelegenheit. Schwing deinen Arsch dahin, sonst bereust du es für den Rest deines Lebens. Okay. Haben wir gemacht. Ist das die gleiche hier? Das ist die gleiche. Wir haben die also doppelt. Okay. So. Reise zum geheimen Außenposten auf Denebola. Das ist nicht hier. Das ist nicht auf Kret. Das ist nicht auf Kret. Da müssten wir, denke ich mal, zum Raumschiff. Ich schaue lieber nochmal, ob es das beim Raumschiff jetzt anzeigt. Hier ist unser Raumschiff. Sprich mit Sarah. Nee, das dürfte nicht hier sein. Wir müssen auf einen komplett anderen Planeten oder Mond. Ich weiß jetzt nicht, was es ist. Aber das dürfte nicht hier sein. Ha, ist die Frage. Reise zum geheimen Außenposten auf Denebola. Hier zeigt es mir die Markierung an, aber es kann sein. Ja, die führt uns zu unserem Raumschiff. Das ist die Frontier. Genau. Gut, dann haben wir das erledigt. Das müssen wir dann hier nicht machen. Wir könnten mal schnell nach da hinten flitzen. So, okay, cool, dass wir das nicht machen brauchen, aber wisst ihr, was wir jetzt auf jeden Fall noch machen? Wir werden jetzt hier noch ein paar Landmarken anschauen. Wobei, wartet mal. Ich habe gerade noch eine Idee. Oh ja, mir fällt hier gerade noch was ein. Wir waren doch eben. Oberflächenkarte. So. Wo waren wir eben? Hier, einzelnes Wohnmodul. Und da war ja auch recht nah eine unbekannte Landmarke eben. Wollen wir da zuerst gucken? Wenn, könnte ich hier wieder her eine Schnellreise machen und wir machen dann die, die hier um uns herum liegen. Aber ich gehe nochmal schnell zu diesem unbekannten Wohnmodul zurück. So, da sind wir. Wollen wir nochmal ganz schnell da hochschauen, ob wir das Zeug jetzt klauen können? Die ist ja. Huch, da sind jetzt andere Leute. Freestar Security. UC Captain. Was macht denn ihr jetzt bitte hier? Okay, dann kann ich da, glaube ich, nicht rein und klauen. Okay, passt auf, ihr Lieben. Wir verfolgen jetzt unseren Plan. So, wo wollten wir hin? Ich glaube, hier hin. Kann das sein, dass. Jetzt sind hier auch mehr Landmarken. Unbekannt? Unbekannt? Hier ist noch eins. Höhle. Oh. Kommt, wir laufen erst zur Höhle. Hier gibt es Höhlen? Wie cool ist denn das bitte? Da laufen wir zuerst hin.
Schaut mal hier, hier habe ich noch eine Ressource gefunden. Scannen. 7 von 8 Ressourcen. HNCN Alkane. Richtig cool. Oh, klasse. Also ich muss mal dazu sagen, ich hätte echt nicht gedacht, dass hier so viel generiert wird. Das finde ich wirklich cool irgendwie. Na gut, weiter geht's. Ich habe da, glaube ich, jemanden laufen sehen gerade. Da ist wer gelaufen. Okay. Ist jetzt die Frage, ob der feindlich ist. Neon! Neon! Oh, okay. Extreme Hitze. Was, du nicht so dicht dran? 8 von 8 Ressourcen. Da haben wir es. Wie cool ist denn das bitte? Okay, jetzt fehlen uns noch Flora. 2 Stück. Und ein Tier fehlt uns noch. Ich denke mal, das ist dieser kleine Trilomax da, den wir vollständig scannen müssen. Der fehlt uns, glaube ich, noch. Das ist echt eine Person schon wieder. Blei. Das ist Blei. Das ist Herr Blei da unten. Oder Frau Blei ist das. Kolonist. Ah. Was machst du hier eigentlich so? Ist das nicht ein bisschen gefährlich hier so ganz alleine? Hallo, ich Kolonist. Ich fotografiere keine Menschen. Ach so, sorry. Okay. Ey, du solltest mich auch gar nicht fotografieren. Na toll. Super. Okay. Sehr schön. Wie er grient. Mit dir kann ich nicht reden, oder? Luft anhalten. Doch. Okay. Psst. Da. Los. Perfekt. Tolle Aufnahme. Okay. Schöne Aussicht. Was tust du hier? Meine Mutter kann nicht mehr reisen, also mache ich Fotos für oh, sie, das ist aber lieb. Um ihr eine kleine Freude zu bereiten. Wenn es dir hier gefällt, empfehle ich dir den letzten Ort, an dem ich war. Okay, Karte aktualisiert. Oh je, gib mir bloß keine Aufträge, ehrlich. Du rennst dir auch ziemlich ungeschützt rum, ne? Muss ich mal sagen. Kann ich nochmal mit dir reden? Bitte, steh meiner Fotografie nicht im Weg. Ah, okay. Entschuldigung. Gut, das war's. Den einen Satz konnten wir jetzt mit dem reden. So, wo ist denn jetzt meine Höhle, die wir hier gesehen haben? Da. Da ist meine Höhle. Da schauen wir jetzt rein. Höhle, Ort entdeckt. Ah, wo kommen wir da rein? Da unten? Oh, gehe ich da jetzt wirklich rein? Muss das sein? Okay, kommt, wir gehen rein. Aber ich nehme, glaube ich, eine Waffe. Na, wo ist meine Waffe? Hier. Okay. Wir gehen rein. Haben wir hier vielleicht noch Ressourcen? Ah, die hat man vollständig. Okay. Hier unten wird bestimmt keine Flora sein oder so. Ah, da unten liegen aber Ressourcen. Seht ihr das? Ich weiß gar nicht, wo ich hier lang kann. Das sieht ja hier aus. Tropfsteine und so. Da unten haben wir was. Neon haben wir unten. Da müssen wir wieder aufpassen. Das ist giftig, ne? Da haben wir doch was, oder? Erste Hilfe. Da haben wir ein bisschen Blut. Vorsichtig. So. Misthaufen. Misthaufen? Kann ich den scannen? Was macht man mit einem Misthaufen? Wer hat den denn hier gelegt? Frage ich mal so. Okay, nehmen wir das mal. Medipack? Meins. Oh, was sind das hier für Geräusche? Okay. Ich höre irgendwas Komisches. Oh Mann. Gruselig. Hier ist sehr dunkel. Ich habe zwar jetzt die Taschenlampe an. Ich mache mal die Taschenlampe aus. Dann würde es hier so aussehen. Also wirklich sehr gruselig. Trilobit. Hallo. Ich muss die scannen. Dankeschön. Perfekt. Das passt. So, wegen dem Neon müssen wir aufpassen. Da geht's nicht weiter. Oh, Vasco. Ich erschrecke mich so oft vor dem. Habt ihr euch auch schon mal vor eurem Vasco erschrocken? Ich weiß nicht, hier gehe ich lieber nicht lang. Gehen wir hier oben noch lang. Okay. Nein, es ist anscheinend hier wirklich nur so klein. Geht es nirgendwo weiter lang. Nee, und hier haben wir das andere Erz. Ah, wartet mal, das baue ich mal ab, wenn das geht. Probier's mal. Nee, es sieht nicht so aus, dass das abzubauen geht. Ich probiere hier nochmal. Neon. Ich denke mal, da braucht man vielleicht Maschinen für. Um das zu extrahieren oder so. Oder irgendwie so ein besseres Gerät. Keine Ahnung. Das geht aber leider nicht. Okay, und mit dem Misthaufen können wir leider nichts machen. Genau, hier waren wir, glaube ich. Ja, ich glaube, hier ist nichts weiter. Nee, hier geht's nicht lang. Okay.
Dann können wir hier eigentlich schon wieder rausgehen. Hier ist der Misthaufen. Ach, den können wir looten. Okay, gut. Okay, ja. Habt ihr schon mal versucht, einen Misthaufen abzubauen? Super. Hier waren wir, oder? Nee, da ist noch was. Cool. Oh, ich mag das Boost Pack. Echt, ich mag es. Isotopisches Kühlmittel. Okay. So. Ah, da steht auch ein bisschen was rum. Sehr schön. Oh, du bist aber tot. Nee, du lebst noch, oder? Nee, der ist tot. Der ist tot, Tatsache. Den können wir aber looten. So. Silber. Nehmen wir es gleich mit, wenn es schon so rumliegt. Meins. Dann haben wir hier eine Kiste. Credit, sehr schön. Und einen Helm. Okay. Du bist auch tot? Ja, schaut mal hier. Kleiner Roboter oder so. Ich loot dich auch. Nee, der lebt noch, der lebt noch. Oder? Nee, der ist doch tot. Ach, Mensch. Oh je. Kaliber .27, meins? Ist das für diese eine Waffe, die da 100 Schaden gemacht hat? So, darüber müssen wir jetzt, glaube ich, wieder. Genau. Ich denke mal, wir haben hier alles. Hier gibt es ja keine Map, oder? Wir schauen mal lieber schnell, ob es hier eine Map gibt. Nee. Gut. Okay. Zeigt es mir an, wie ich jetzt hier wieder rauskomme? In die Richtung. Okay, cool. Die Pfeile sind auch gut gemacht. Na? Lass du ruhig springen. So. Wobei, da unten ist noch was zum Looten. Nee, da haben wir doch gerade reingeschaut, oder? Ja, da habe ich reingeschaut. Und hier hatte ich auch reingeschaut. Genau. Okay. Wo geht's jetzt zurück? Geht's hier zurück? Aluminium. Das nehme ich mal mit. Gescannt haben wir, genau. Hatten wir überhaupt schon mal Aluminium abgebaut? Das weiß ich gerade nicht. Wir haben recht viel Aluminium, glaube ich, einstecken, aber das hatten wir, glaube ich, schon im Schiff gehabt. Ja. So. Ich glaube, da ging es raus, in die Richtung. Ja, genau. Okay, da gehen wir wieder raus und wir machen auf jeden Fall noch eine Landmarke. So, okay, da sind wir wieder draußen. Ich würde sagen, wir laufen jetzt dahin. Da steht natürlich, aber das haben wir auch noch nicht entdeckt. Los geht's. Ich scanne gerade hier noch solche Trilobits. Und die müssten wir gleich fertig haben. 88% und... Ja, 100% Fauna abgeschlossen. Also es fehlen uns jetzt nur zwei Flora-Arten noch, dann haben wir's. Tiefseevorkommen entdeckt. Ah, das ist wieder so ein Merkmal. Okay, da hatten wir aber schon so eins gefunden. Ne? Das hatten wir schon mal aufgedeckt. Ich denke mal, das müssen wir dann hier nicht scannen. Okay, das ist einfach wieder sowas. Da gibt es anscheinend dann auch verschiedene Stellen, wo man bestimmt dieses Merkmal hier aufdecken kann. Okay, wir schauen mal, sowas hatten wir da ja gescannt, hier solche Steinbögen da. Wir schauen mal schnell. Genau, die haben wir schon. Seht ihr das, oder? Kann ich das auch nochmal scannen? Aber eigentlich haben wir schon. Ich denke mal... Nee, das geht nicht mehr. Genau, das hatten wir schon an einer anderen Stelle gemacht. Okay, cool. Dann geht es weiter hierhin. Schaut mal, da wäre das nächste Unbekannte. Aber da steht noch irgendwas. Da würde ich ganz gerne erstmal hin. Sieht aus wie ein Schiff oder so. Oder ist das ein Gebäude? Oder ist das doch ein Schiff? Wir schauen mal. Oh, das macht natürlich mir richtig Spaß, das hier zu entdecken. Und wir haben heute schon einiges geschafft, finde ich. Nee, das ist ein Gebäude. Ha, jetzt die Frage, sind hier Feinde? Tiere sehe ich da. Was haben wir da hinten? Da ist auch noch was Unbekanntes. Was haben wir hier? Ah, anscheinend unbemannt.
Ja, hier ist anscheinend keiner. Oh, da haben wir aber eine große Kiste. Die holen wir uns natürlich. Credits und einen Anzug. Die ganzen Anzüge, die können wir dann mal verkaufen. Wenn wir wieder in New Atlantis sind. Ja, ich denke mal, nächste Folge New Atlantis sprechen wir wieder mit der Sarah. So, was haben wir hier? Dient der Stützung von verwundeten Gliedmaßen. Okay. Heilt ausgerenkte Gelenke. Können wir das hier wirklich alles haben? So ausgerenkte Gelenke und so? Das ist was gut da unten. Kann ich hier hochgehen? Ah, okay. Man kann klettern. Cool. On, off. Hier kommen wir aber nirgendwo rein. Nein. Nee. Oder? Mal Scanner ausmachen. Nein, rein kommen wir hier nicht. Wäre cool, wenn man im Scan-Modus auch Türen bedienen könnte. Also ich laufe ja oft im Scan-Modus rum, um Sachen zu entdecken, damit man nicht ganz so viel verpasst. Okay, dann gehen wir erstmal da hoch. Was ist denn das schon wieder? Sieht schon wieder nach was Großem aus irgendwie. Schon so wie so eine Station oder so. Da war ja jetzt nichts weiter. Nur da ist noch so ein kleines Dingens. Aber wir gehen jetzt da nochmal hoch. Und ich denke mal, dann werden wir vielleicht noch da hinten die Landmarke schaffen. Da gehen wir dann nochmal hin. Aber ich glaube, mehr werden wir da nicht schaffen. Ja, hier stehen überall mal so ein paar kleinere Strukturen rum. Dass es dann doch so umfangreich ist, ist natürlich wirklich toll gemacht. So. Okay, wir können anscheinend doch klettern. Hier komme ich gerade nicht hoch. Na komm, Mäuse, sage mal. Ah, hier ist ein Weg, okay. Warum leicht machen, wenn es auch schwer geht? Oh! Leute, das gibt's nicht. Der Vasco, ich bekomme von dir noch einen Herzinfarkt. Ehrlich jetzt? Oh je. Ich habe den gerade gar nicht gesehen in meinem Blickfeld. Oh nee. Ist das was Großes? Mal durchluschern. Trilobit, okay. Tiere sind in Ordnung. Ich glaube, oh, wir sind nicht mehr allein. Ja, Vasco, ich merke das schon. Oh, na toll. Vasco schießt. Okay. Wo ist er denn? Ich würde auch gerne mal was sehen. Wir stehen hier sehr ungünstig. Oben stehen auch welche. Seht ihr das? Komme ich gar nicht ran. Vielleicht haben wir auch nicht so eine große Reichweite mit der Waffe. Wir nehmen einfach mal eine andere Waffe. Ich nehme nochmal die Equinox. Haben wir dafür überhaupt noch Munition? Da haben wir keine Muni mehr. Oh, super. Waffen? Ja. Welche nehmen wir dann? Die Malstrom probiere ich mal. Haben wir dafür noch Muni? Da haben wir 345. Okay. Da oben ist einer. Nee, ich sehe den sehr schlecht. Von hier treffe ich den nicht. Doch, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn nochmal getroffen. Okay, Ziel zeig dich nochmal. Okay, das ist schön, Vasco. Aber... Was seid ihr denn alle? Da oben war er gerade. Ja, die schießt ja auf jeden Fall weiter. Die Waffe hier. Vasco, was machst du? Oh. Der backt da so ein bisschen rum gerade. So. Komm nochmal her. Ich will eigentlich den da oben gerne weg haben. Da ist er. Ich empfehle einen schnellen Rückzug, um die Lebenserwartung zu erhöhen. Oh, von überall schießen die. Vasco schießt aber auch noch. Okay. Ist ein bisschen schwierig, die zu erkennen gerade. Da oben ist er. Man sieht ihn halt kaum. Wir haben auch echt eine doofe Position hier. Na klar, sind wir ein bisschen geschützt. Aber... Haben wir wieder getroffen? Meine Feuerkraft ist dir des Ziels überlegen. Nicht jetzt, die sind 8, ne Vasco? Die sind 8. Ich würde trotzdem gerne mal schauen, was wir hier haben. Echt doof.
Durch den Balken sehe ich das auch so schlecht. Ist echt doof. Da ist er. Den da oben haben wir ja fast. Okay, das ist gut. Die habe ich jetzt mehrmals getroffen. Oh, wir haben alle so ein bisschen angeschossen, merkt ihr? Ich will jetzt hier auch nicht raus, ich ging es voll ab. Okay. Na komm, du da unten. Der Wurst steht da so rum. Okay, den haben wir. Cool. Nicht klug, uns weiter feindlich. Einen haben wir. Okay. Die hat anscheinend so Rüstung oder so an, die oben. Ah, wie die sich ducken. Echt gut gemacht. Haben wir getroffen. Nochmal getroffen. Die ist gut, die Waffe. Die ist schon gut. Na komm. Verstehe okay. Nicht, wie ein Kampf gegen uns empfehlenswert erscheinen könnte. Da links ist auch einer. Wo ist der? Den haben wir, okay. Gut, das waren zwei, die wir jetzt getötet haben. Ich nehme mal lieber Medipack. So, Vasco, hast du die? Oder lebt... Nee, die lebt nur, okay. Na komm. Panzerung beschädigt. Oh, Vasco, nicht jetzt kaputt gehen, bitte. Dieser Kampf wird wahrscheinlich mit dem Tod des Ziels enden. Nun komm raus. Zu viel. Ich bin weg. Haben wir getroffen. Was macht's denn jetzt? Haut die jetzt ab. Ah, die kommt runter, okay. Wissenschaftsaußenposten entdeckt. Wo ist die jetzt hin, die Lady? Ist die jetzt wieder reingerannt? Was ist die jetzt wieder reingerannt? Nee, da hinten ist er, oder? Da hinten ist er doch. Es ist sinnlos, uns besiegen zu wollen. Haben wir. Ey, wie cool ist das denn bitte? Ja, ihr Lieben, ich lasse mir da auch wirklich viel Zeit, ne? Also, ich kann jetzt nicht so super schießen bestimmt in Spielen, aber wir lassen uns da ganz viel Zeit. Am Ende ist es ja wichtig, dass man es irgendwie schafft. Des Bestienjägers. Hier haben wir was Blaues. Wobei, wir schauen mal rein richtig, oder? Was haben wir denn hier? Ach, das ist ein Rucksack. Okay. Gut, das ist ein Rucksack. Muni ist super. Brauchen wir. Unsere Grendel. Meins. So, zwei Leichen müssen wir mindestens noch looten. Ist ja auch jemand tot? Ist auch jemand tot. Gummikäfer und Kleidung. Ah, oh, aber cool. So, dann flitzen wir hier mal hoch. Oh je. Das klang jetzt nicht gut. War das ein Alarm oder so? Nee, ne? Da unten haben wir was. Da gehe ich mal direkt hin, damit wir es nicht vergessen. Ah, hier liegt ein Gewehr. Ein Equinox nehme ich nochmal mit. Wir sind ja noch hoffentlich recht leer. Das nehme ich auch mit. Das müsste die Muni dafür, glaube ich, sein. Okay, da gehen wir gleich nochmal hoch. Und den looten wir jetzt hier noch schnell. Und noch einen Rucksack hat der einstecken. Ich werde, denke ich mal, später auch alles aus meinem Raumschiff hier in mein Zimmer legen. Habe ich mir überlegt. Ah, oh, hier liegt auch noch einer tot. Kann das sein, dass die den Außenposten hier überfallen haben und eingenommen haben? Die Piraten, sozusagen. Weil hier auch Normalos rumliegen. Könnte natürlich sein. Du bist ein Käfer, dich kennen wir schon. Gut, dann hier hochflitzen. Ich mag immer so Spiele eher mit Zauberstäben und so. Wo man einfach nur gedrückt draufhalten muss. So wie mit dem Cutter ungefähr, wisst ihr? Da bräuchte man nicht so viel schießen. Okay. Geh mal schauen, ob wir hier ran können. Industrielle Werkbank. Ja gut, das kennen wir, oder? Genau, hier kannst du die Komponenten herstellen. Das haben wir ja schon mal gesehen. Das haben wir auch bei uns im Keller. Genau, das kennen wir. Gut. Können wir aber rein theoretischerweise ja auch alles nutzen. Hier sind bestimmt noch Gegner drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da keiner drin ist. Lehrling entsperren. Ist zu schwierig. Okay, dann lassen wir das erstmal.
Da müssen wir uns dann noch Punkte reingehen. Okay, wisst ihr was? Ich speichere nochmal ganz schnell und dann gehen wir hier nochmal rein und machen noch die eine Landmarke, die hier hinten war. So, Waffe raus und rein da. Okay, jetzt müssen wir hier natürlich schauen, ob hier noch jemand ist. Das ist Vasco. Jetzt habe ich mich mal nicht erschreckt. Okay. Nee, hier ist keiner. Hier ist keiner mehr. Das ist natürlich sehr gut. Dann können wir hier ganz in Ruhe looten. Sowas nehme ich jetzt, glaube ich, nicht mit. Na doch, komm, das nehme ich mit. So, Becherglas, das lassen wir jetzt erstmal stehen. Flasche mit Genprobe nehme ich mit. Ich schaue es mal so und danach schaue ich nochmal, ob wir hier an den Computern irgendwas machen können. So, Essen nehmen wir mit. Projektor nehme ich jetzt nicht mit. Ein Safe. Meister. Oh Mann, können wir nicht knacken. Brauche ich erst gar nicht probieren. Ich glaube, wisst ihr, was auch ganz ärgerlich ist? Ich habe, glaube ich, meine... Hier, Dietriche in meine Truhe gelegt in New Atlantis. Ich habe nur einen Dietrich einstecken. Kraken, Credits, okay, und Toxin. Gut. Und hier haben wir nochmal eine Lagerkiste. Einsteiger entsperren. Die müssten wir doch eigentlich hinbekommen, oder? Wir probieren mal. Ja, die sollten wir hinbekommen. Okay, wir haben gerade den Dietrich ausgewählt. Ich schau mal kurz, ob der passt. Der könnte hier passen, genau. Schlüssel verwenden. So, und dann haben wir noch einen Dreier. Der sollte hier reinpassen. Perfekt. Schlüssel verwenden. Achso, und nochmal ein Zweier. Nee, wir brauchen nochmal einen Dreier. Ja, und ein Zweier. Okay. Schlüssel verwenden. Und den Zweier. Schlüssel verwenden. Und wir haben es offen. Oh, wie cool ist denn das bitte? Wir haben hier Munition. Blei, Credits. Oh, 4000 Credits. Cool. Eisen. Nehmen wir mit. Herz plus. Kupfer. Oh, das hat sich richtig gelohnt. Schrotflinten. Patrone. Hüllenlos. Splittergranate. Strukturmaterial. Okay, nehmen wir mit. Auch alles bitte. Wie voll sind wir dann? Steht da jetzt gerade nicht. Modifizierte Grendel in legendär. Ah, die macht trotzdem nur 3 Schaden. Oh, zerlegen. Plus 20% Schaden bei Robotern. Verursacht zufälligen Brandschaden. Raserei. Geringe Chance, ein Ziel in Raserei zu versetzen. Und kurzer Lauf. Meine. Jetzt haben wir wieder so viel Grendelwaffen einstecken. Hat sich mega gelohnt. Lasst mal schauen. 138 von 135. Gut, das geht noch. Sonst kann ich es dem Vasco geben. Aber das sortiere ich am Ende der Folge einfach wieder aus. So schwer sind wir jetzt nicht. Ich würde mal ganz schnell schauen. Waffen. Grendel. Feuerrate. Aber trotzdem hier dieses dreifüßig. Okay, cool. Sehr schön. Haben wir erledigt. Dann, ach so, wartet. Ich schaue nochmal ganz schnell. Was haben wir hier? Hier können wir noch öffnen. Ja, seht ihr? Hier ist nichts drin. Doch, da unten haben wir was. Nehmen wir mit. Fläschchen. Ne, das Seifenspender brauchen wir auch nicht. Ich habe mal reingeschaut. Ich wollte nur noch mal hier schnell schauen bei den Monitoren. Nicht, dass wir da doch irgendwas lesen können. Und hier draußen waren wir. Haben wir hier noch eine Kiste? Ne. Hier sind auch noch mal Monitore. Können wir auch noch mal schnell schauen. Das müsste alles fertig sein. Genau. Perfekt. So, ich bin schon mal rausgegangen. Da oben waren wir gerade. Ich wollte hier noch mal schnell zu den Strukturen so ein bisschen. Da vorne war jetzt nichts weiter. Da habe ich nur so ein bisschen Essen und so gelootet. Okay, dann schauen wir mal hier noch schnell. Und dann müssen wir mal schauen, wo wir noch hingehen. Bioblocker? Sie haben zu viel mitgenommen. Ja, und Vasco. Sich überladen. Okay, es geht aber noch, Vasco. Das kriegst du am Ende der Folge alles. Wenn es zu schwer wird, gebe ich es dir gleich. Aber es geht noch. Okay, wir gehen da mal noch hin. Natürlich. Es könnte wieder ein Vorkommen sein. Und was haben wir da? Tiefseevorkommen, das hatten wir schon. Ja, okay, wir gehen da jetzt nochmal schnell hin. Okay, 73 Meter noch knapp. Was haben wir da? Da haben wir wieder so einen Misthaufen. Tiefseevorkommen, ist wieder ein Tiefseevorkommen. Oh, hier ist viel Zeug drin, ne? Cool.
alles meins. Jetzt sind wir wieder zu schwer. Ich hatte Vasco eben doch ein bisschen was gegeben. Was haben wir denn hier? Exodierte Felszunge. Von längst verschwundenen, belebten Ozean. Okay, da werden wir nichts finden. Okay, hier haben wir leider nur sowas. Wieder. Gut. Schaut mal, da vorne haben wir noch einen Landmarker. Oh je, jetzt werden wir angegriffen. Friedgraser, Hammer. Level 6, Skillpunkt verfügbar. Ja, wir müssen noch ein bisschen was plündern. Oder können wir das mittlerweile machen? Ich schaue mal eben schnell nach. Plündern. Ob wir das jetzt mittlerweile machen können hier? Ja, wir können uns den Punkt reingeben. Oh, beim Durchsuchen von Behältern besteht die Chance, dass du zusätzliche Munition findest. Oh, na toll, das hätten wir jetzt schon machen können. Jetzt müssen wir 75 Behälter plündern. Okay, also den Strang werde ich auf jeden Fall vollständig machen. Ja, definitiv. Ich würde da ganz gerne noch hin. Lasst uns das noch ganz schnell machen. Dann haben wir wirklich hier nochmal zum Abschluss für Creed ganz viel entdeckt. So, ihr Lieben, eine kleine Planänderung. Ich wollte ja ursprünglich zu dieser Landmarke laufen. Ich bin da auch in die Richtung noch gelaufen, konnte die Marke dann scannen und das hat mir hier natürlich angezeigt. Dann dachte ich mir, da müssen wir jetzt nicht nochmal hin. Ich denke mal, das ist wieder hier sowas wie so ein Merkmal, also so ein Vorkommen. Gut, bin ein bisschen weitergelaufen, da habe ich noch einige andere, die mir ja auch nur natürlich anzeigen. Ja, gut. Schaut mal bitte, wie viel wir schon entdeckt haben. Ich gehe ganz fest davon aus, dass wenn wir jetzt zum Beispiel mit unserem Raumschiff, also unserer Front hier, woanders landen würden, dass wir wieder ganz viel neu generierte Landmarken bekommen würden. Also ich könnte das gar nicht in den Folgen so abschließen. Deshalb denke ich mal, das, was wir jetzt hier alles erkundet haben, das ist schon ganz gut. Ich habe aber eine Sache noch entdeckt hier und zwar, schaut mal, ich denke mal, wir können mehr als zufrieden sein. Und ich werde dann noch außerhalb des Gameplays die letzten zwei Flora suchen. Ich werde da vielleicht ein bisschen was aufnehmen und euch dann in den nächsten Folgen zeigen, wenn ich das geschafft habe. Hier, schaut mal, das habe ich hier noch entdeckt. Schiffslandepunkt. Das fand ich nur interessant, weil das hatten wir noch gar nicht gesehen. Und da würde ich nochmal schnell mit euch hinlaufen. Schaut mal, da ist echt ein Schiff. Und wie es aussieht, wo sind da auf welche rum? Ich sehe aber nicht, ob die freundlich oder feindlich sind. Da müssen wir gleich mal schauen. Und da ist wieder ein neuer Ort hinzugekommen. Schaut mal, wir scannen den mal. Natürlich. Also wäre da wieder ein Vorkommen oder so. Ja, also kann man hier wirklich extrem viel entdecken. Wir müssen mal schauen, wie wir das in Zukunft machen, wenn wir neue Planeten entdecken. Hier haben wir ja jetzt mindestens 3 Folgen gebraucht. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber das könnte natürlich für alle Planeten immer zu lang werden. Also ich denke mal, wir werden das so machen. Wenn wir was Neues erkunden, dann decken wir einige Orte wieder zusammen auf, scannen alles, was wir dahin finden und den Rest würde ich dann einfach außerhalb des Gameplays machen. Da steht jemand. Okay. Weil ich glaube, wir könnten jetzt hier unendlich solche Landmarken aufdecken. Bist du freundlich oder feindlich? Du siehst eher freundlich aus, oder? Schauen mal. Oh, wie cool. Kolonist. Doch, die müssten freundlich sein. Hallo. Guten Tag. Kann ich mal mit dir reden? Hallo. Hallo. Ja, was? Ja, ich wollte mit dir reden. Verzeihung. Okay, sie will anscheinend nicht. Ja, ihr habt aber auch ein schönes Schiff. Schiffslandepunkt entdeckt. Oh, cool. Fliegen die auch wieder weg? Kann ich deren Schiff haben? Ich habe ja gelesen, dass man hier auch solche Schiffe kapern kann. Gute Frage. Gibt's hier noch welche? Noch ein Kolonist. So, wer bist du? Redest du mit mir? Ihr müsst ja hier irgendwas vorhaben. Howdy. Okay. Hallo. Okay. Ja, was? Nee, reden will der auch nicht mit mir. Da ist noch jemand. Gehen wir da mal noch schnell hin. Hallo, du. Hallo. Guten Tag. Hallo. Bist du freundlich? Was ein Glück, dass du hier bist. Unser Schiff braucht dringend Reparaturen. Wir konnten gerade noch landen. Du hast nicht zufällig Schiffsersatzteile, oder? Wir könnten vermutlich selbst etwas zusammenschustern.
Oh je, wir haben, glaube ich, Teile auf unserer Front hier. Aber ich weiß nicht, ob ich die abgeben möchte. Das sind meine einzigsten Teile. Auf wie sie guckt, als ob sie gleich heult. Entschuldigung. Okay, gut. Sorry, ich habe nichts, was ich dir geben könnte. Was ist mit deinen Vorräten passiert? Wir waren gerade aufgebrochen, als Varun-Fanatiker uns attackierten. Oh je, okay. Die Hülle ist schwer beschädigt. Kaum zu glauben, dass das Schiff das ausgehalten hat. Es ist ein Wunder, dass wir die Landung überstanden haben. Aber um nach Hause zu kommen, brauchen wir Reparaturen. Vielleicht kann ich ja auch nur eins abgeben. Ich probiere das hier mal. Hier sind vielleicht noch irgendwo ein paar Schiffsteile. Ach so. Dass hier welche rumliegen Wenn könnten, du was oder? Findest, könnten ja. wir es gebrauchen. Okay, nein, dann lassen wir das mal so. Das ist jetzt keine richtige Mission anscheinend. Können wir da reingehen? Ich probiere mal aus. Cool. Ist das größer als unser Bus? Oh, wir können hier reingehen. Oh, wie cool. Oh, meins. Oh je, jetzt beklaue ich die auch noch, ne? Die haben schon nichts und jetzt nehme ich noch die Medipacks weg. So, was haben wir hier? Verriegelt. Ah, entsperren. Ich könnte stehlen, oder? Okay, wir haben, glaube ich, sowieso keinen Dietrich mehr. Die liegen in New Atlantis rum, in meinem Tresor, glaube ich. Ja, wir könnten das entsperren, Vasco. Ist die Frage, ob wir das Schiff einnehmen können. Vielleicht muss ich ja alle töten. Die ganzen Leute hier. Warte mal. Wo ist denn die, mit der wir eben geredet haben? Da, der blauen Kappe. Ich bringe die jetzt nicht um. Ich lasse das lieber, weil ich nicht weiß. Also so in Skyrim oder hier ESO zum Beispiel. Das Kreuz Online. Da hat man ja dann sowas wie Kopfgeld oder so. Hat man hier bestimmt auch. Howdy. Howdy. Aber sie ist die Kapitänin, tatsächlich. Hier könnte ja niemand mehr das Schiff wegfliegen, rein theoretischerweise. Aber wie gesagt, wir haben ja keinen Dietrich. Oder wenn ich alle töte, ist das Schiff dann meins. Ich lasse es lieber, ihr Lieben. Okay, ich würde sagen, bis hierhin dann erstmal. Genau, mein Plan erstmal. Ich werde hier den Rest noch analysieren und falls ich noch was ganz Spannendes entdecke, nehme ich das vorsichtshalber mit auf und kann euch das ja notfalls in der nächsten Folge dann zeigen. Sonst würden wir erstmal wieder zurück nach New Atlantis gehen und mal mit der Sarah sprechen, um dann ein bisschen mit der Hauptmission weiterzumachen. Genau, das ist erstmal mein Plan, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und auch hier die ganze Erkundung hier zusammen auf dem Mond Creed. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüssi.